Ja, schönen guten Morgen, meine Asis. Willkommen bei Max Beachshop und dem weiteren Tag meines Chaoslebens. Heute beginnt der Tag mit Gurkenwaschen. Also nur meine Hauptgurke. Übrigens, Montag kommt Justin wieder, unser Praktikant. Hilft noch ein bisschen aus. Hat sich angeboten. Ja, warum nicht? Lass uns doch machen. Wenn er arbeiten möchte, der Junge, darf ihn arbeiten. Hier, guck mal. Wird hier überall so alles vermatscht, zugesifft. Hier auch so ein bisschen. Da, weißt du, ich war ja gestern auch mit meinem Schwiegervater, habe ich ja erzählt, habe ich vergessen zu filmen. Und habe hier so Dinger von Osterfeuer durch die Gegend gefahren und sowas. Das war ein ziemlicher Akt. Fakt ist auf jeden Fall, die Kiste hat da ganz schön gelitten durch und so kann ich nicht in die Gurkenhalle stellen. Das Wochenende, ich nehme schon eine andere Oldtimer mit oder irgendwas. Schrauben hat er auch noch gehabt für mich, das ist ziemlich cool. Die kommen bei uns in unser Schraubenlager, weil momentan das ein Schraubenmangel war in Klaus, aber so schlimm ist es nicht. Standheizung läuft auch schon. Ah. Heute machen wir, würde ich sagen, ruhigen, aber heute sollten wir uns darum kümmern, dass wir ein bisschen im Autohandel gehen. Da stehe ich alles schon auf der Bühne. Die will ich ganz gerne noch mal schweißen, die Tage so ein bisschen. Aber Butter bei der Fische. Ich bin noch eine Woche da, dann fahre ich mit Familie nach Kroatien. Ich glaube nicht, dass ich mal eben so jetzt mal eben so zum Alltagsgeschäft parallel noch ein Auto fertig machen kann. Obwohl ich es feiern würde tatsächlich, weil dann würde ich den original Tiffany-Achter und dann würden wir auf eigener Achse dann nach Kroatien fahren. Das wäre die ultimative Tour. In der Woche länger Zeit hätte, würde ich es machen, aber wir haben ja schon alles gebucht. Das Airbnb und so, das ist alles schon getüdelt. Dementsprechend wird es nichts mehr, glaube ich. Und wir den Chromwick mitnehmen. Der Chromwick ist ja auch gut. Der ist ja auch noch besser eigentlich, aber anderweitig, Schreiachter würde ich schon feiern, ne, wenn ich ehrlich bin. Das ist ein Schorn von der Waschbox. Eigentlich ganz unüblich, hier fahre ich ganz selten hin. Aber ich habe noch Dinger hier, diese Coupons für den Ding hier, ein paar. 5-6 Stück oder was haben wir noch im Auto liegen. Da habe ich gedacht, machen wir das so. Bei Leitwerker abspülen können wir hier nicht. Wäre nicht so gut, weil ich will den Laden nicht zu sehr einsauen. Stöcke hier hinschmeißen ist Mist. Aber eben aus dem Radkästen ausspülen. Übrigens können wir so eine Karre damit relativ gut erhalten. Wenn man mal das Ding einfach hintüdelt, dann einfach nur Radkästen. Hä? Was ist denn hier kaputt? Ist ja wild. Hä? Guck mal, Kotflügel ist lose. Gesehen? Guck mal, warte. Den kenne ich auch nicht. Der ist neu. Was war das denn? Der Schrauber abgefallen oder was? Der abgeflogen? Ja gut, der hat einen harten Arbeitseinsatz bei mir. Ne? Das ist nicht so, dass der hier jeden Tag nochmal durch die Gegend tüdelt. Der wird halt, der kriegt ganz schön auf die Fresse, der Wagen hier. Hier, der Schrauber hat sich abgeschert. Da, bitte. Der Kotflügel oben durchgelöst. Oberwild. Der ist halt nicht, ne? Ja. Da liegt der Radkasten hier einfach drin. Guck mal. Seht ihr das? Wackelt alles. Wenn der Kurve nicht ab ist, dann fällt der ganze Scheiß auseinander. Wild. Ja gut, kriegt ja dann mal einen Schweißpunkt hier. Also gut. Sagen wir dann mit dem Schweiß hier dann mal einen kleinen rein. Das können wir Gordon eben machen. Das ist halt wieder cool. Die Schraube abgeschert. Was ein Scheiß. Naja gut, das passiert halt. Alltagsbetrieb, ne? Das fällt auch mal auseinander. So, ich spule mal in die Radkästen aus, dann geht's wieder weiter. Wir haben nämlich am Wochenende in Wiesmoor einen Ultramann-Treffen und hier, da will ich auf jeden Fall hin, auf den Samstag wenigstens. Dann denke ich mal nämlich gehen mit, so ein normaler Oldtimer für so ein Ultramann-Treffen, oder? Das ist doch so. So ganz normal halt, das ist ein Oldtimer. Das 86er Baujahr, ist wirklich ein Oldtimer. Schon witzig, da sind ein paar Rausreparaturen da auch wieder, so ganz lustige Dinger. Warte, pass mal auf. Ich habe mir den Kurflügel gerade gezeigt, das kann man wieder tüdeln. Ist hier der Spiegel durchgerostet. Guck, da. Das ist von innen nach außen gegammelt. Da ist drin so rostig gewesen. Müssen wir da mal ein Blech draufsetzen auf den Spiegel. Reparaturblech. Ah, noch gehabt, ein paar Spachtelgeschichten kommen wieder hoch. Die müssen wir bald mal abpflücken. Das ist jetzt aber egal. Die Leipzig ist ja eh Fritte von dem Auto. Die war schon mal schon scheiße. Hier die kleinen Mini-Rostlöcher. Sogar die hier. Ladefächer gammelt langsam unten durch. Da ist auch ein Blech drauf. Großflächig. Da ist das wieder gut. Ja, und hier sieht man auch so, ich bin ein bisschen mal hängen geblieben, habe ich hier einen Riss. Und der Riss, gut, das Metall hinter, das können wir mal ein bisschen besser machen noch. Und hier auch. Also ein paar Dinge hat er wieder. Ne? So. Aber das ist so ungefähr nach 2 Jahren so das Einzige, was er so gekriegt hat. Das ist eigentlich okay, ne? Kann man nicht meckern. Also ich fahre den Wagen jetzt schon ein bisschen länger. Und der hält mich schon erstaunlich lange durchgehalten. Und dann müsst ihr euch vorstellen, wie gesagt,
ich fordere solche Fahrzeuge. Ne? Ich fahre da jetzt nicht mit hier zu Oldtimer-Treffen hin, weißt du, und hier zu den ganzen polierten anderen Dingern da und gut ist das, sondern der kriegt jeden Tag momentan bei mir auch so Fresse. Ne? Da hänge ich fette große Anhänger hinter, ich schlepp da meinen Müll durch die Gegend mit, war von Jörg, ich bin gestern über ein Feld gefahren, habe mich da halb eingebuddelt, bin immer rausgekommen, in dem Fall. Das ist jeden Tag was Neues. Und naja, wenn es kaputt ist, jetzt hat er Heide gemacht. Ne? Deswegen ist es ja so ein Patina-Ding, das Teil hier. Schön, wenn das Scheibe funktioniert, wo man den gerade braucht. Natürlich ist der Motor auch noch neu. Das Thema haben wir auch schon gehabt. Weil ewig hält das auch nicht. Ich wundere, eine Standheizung ist übrigens auch an. Die Standheizung hier auch rum. Das Gute an dem Auto ist, der war von Anfang an so konzipiert von uns gewesen, dass man ihn nicht aussaugen braucht, sondern ausfegen kann. Also, guck, seht ihr? Da, Opel-Fußmatten drin, da auch. Und hier nur so ein bisschen getüdelt, damit der wirklich pflegeleicht ist, damit du mit dreckigen Schuhen da einsteigen kannst. Auch diese, hier, der Bezug hier, das ist ein Harry noch, haben wir ganz viel von noch. Wenn er wieder in den Arsch geht, können wir neu beziehen. Und ich kechere den teilweise auch aus dem Wagen hier. Ich kechere einfach rein in Abfahrt. Das ist ein super LKW, der hier. Also ein super Auto. Also der K30 würde ich jetzt meiner Sammlung nicht mehr missen. Ja, der würde auf jeden Fall hier, der hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Auch so als Nutzfahrzeug jetzt. Der kostet nicht viel Steuern, der kostet nicht viel Versicherung. Ne, noch nicht mal nach dem Unfall kostet er viel Versicherung. Was soll ich dazu sagen? Das ist eine super Kiste. Feiere ich das Auto. Feiere ich wirklich. Hat sich echt bewährt. Das war nicht nur ein Traumauto von mir damals. Das ist auch eine Investition, die richtig, richtig praktisch war damals. Ist ja, mein Alltagsleben besteht ja fast nur aus dem Auto. Da steht er mal ein paar Wochen rum, weil ich eine andere Karre fahre. Aber sobald ich wieder einen Anhänger ziehen muss, ist der wieder draußen. Und seht ihr, war schon überall mit gewesen. Und das ist auch ein Keilriemen, der momentan nicht verliert. Ne, so Marken hat er halt immer, aber das Ding ist halt auch schon 150 Millionen Jahre alt. Lass ihn seine Marken haben, Mann. Das ist scheißegal, der muss nur laufen und funktionieren und TÜV kriegen. Das ist auch wichtig. Aber ich habe neue Reifen gekauft, ich überlege. Wenn die neuen Reifen gekostet haben, kaufe ich dann mal so Autos. 3 Autos oder so. Wild eigentlich, aber muss man so betüdelt haben. Das ist ein ganz seltenes Ding. Naja, egal, genug geschwärmt. Ich fahre jetzt noch mal eben nach Friedeburg, Rührei löffeln. Da gehen wir in der Firma und dann kommen wir uns mal bis ins Geschäft, dass wir jetzt über das Wochenende hin jetzt ein paar Autos drinstehen haben, die wir verkaufen können. Ja, also im Netz. TÜV-Tour machen wir das nächste Woche wieder. Das heißt, heute geht es hauptsächlich um Alfa Romeo 147, den wir noch haben. Und es geht um hier den anderen Omega wieder. Ne? Übrigens habe ich aus der Community einen Heckdeckelschloss zugeschickt gekriegt, in Silber. Ist noch nicht da, aber haben wir schon ein Bild geschickt. Das heißt, das Problem ist auch beseitigt bei Omega. Geil, nochmal danke dafür, ne? Weil das brauche ich wirklich. So, jetzt haben wir wieder 9. Mein Ei hat mir gut gemundet. Dann würde ich mal sagen, dann fahre ich mal eben mit dem K30 vor Gordon in der Werkstatt, weil der ist eh noch am Mitsubishi Lancer schweißen. Der hat noch einige Dinger. Also, so viel Rost hat er eigentlich gar nicht gehabt, aber etwas an Rost hat er ein bisschen sehr kompliziert. Also, zu reparieren halt. Also, ich sag, wie es ist. Ich schätze, die Vorsitzer von dem Auto, die hätten da richtig Geld reinstecken müssen, um mal TÜV drauf zu machen. Obwohl der Wagen eigentlich gut ist, ne? Der Wagen selber. Aber naja, das wäre halt so ein Todesurteil für den gewesen, ne? Die Rost-Story. Fahr ich hier vor Gordon seinen Tour, dann kann er meinen Kuhflug nachher nochmal anbraten. Weil ich brauche ihn ja wieder als Daily Driver nachher. Wahrscheinlich nehme ich ihn wieder mit, schätze ich. Ich bin heute ja nur einen halben Tag da, bis 3 ungefähr. Weil danach ist schon wieder vorbei. Weil dann, heute ist Freitag, ich bin aus meiner Mutter. Letzte Woche bin ich nicht hingefahren. Meine Großtante, als Großtante ist sie gar nicht. Weiß ich, ist die Schwester meiner Oma irgendwie. Was ist das für mich? Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall ist die gestorben und da will ich mal lebend hier. Ich habe kein großes Verhältnis mit ihr gehabt oder so, ne? Aber ich will mal eben vorbeifahren und mal gucken, wie es den beiden da so geht zu Hause und so. Muss doch nicht sein. Deshalb, ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der Gurkenhalle und dann tüdeln wir mal irgendwie weiter. Warte, ich kann noch mal eben nach Wilken fahren. Die KZ-Abteilung ein bisschen Öl holen vielleicht, weil Öl haben wir fast gar keins mehr. Das ist echt ein Problem. Vielleicht holen wir auch einmal den Anhänger rein, den HP500, der komplett voll mit Zeug ist, der immer noch vor der Halle steht, weil wir einfach so nichts kommen, weil die Bude einfach so voll ist mit Arbeit. Klingt komisch, ist aber so. Aber wir können auch im Blech am Strich 8 anbraten kann, ich glaube nicht. Aber also morgen mein Plan ist tatsächlich mal so, den Strich 8 mal mit der Flex ein bisschen abzutüdeln. Mal gucken, wie viel Arbeit der ist. Für mich nochmal rettbar ist. Die wollte ich selber machen. Ne? Wie gesagt, wenn ich Gordon den macht, ist eine Woche Arbeit in dem Wagen drin. Und dann muss ich eine Woche Arbeit in dem Strich 8er bezahlen. Das wird keinen Sinn machen. Da kann ich lieber so selber nebenbei tüdeln. Ne?
Weil den würde ich jetzt gerne so als, wie gesagt, anmelden und halt so als Garagenauto für zu Hause haben. Junge ist hier im Wind. Baumarkt hätte aufgestockt in Friedeburg, aber richtig cooles Zeug. Aber das ist nicht mein Öl hier. Da muss nicht Liquid Moly draufstehen, sondern Goki Voli oder sowas. Dann fülle ich mir da wohl mit. Aber die haben nur Liquid Moly, ne? Ja, die haben nur Markenöl. Scheiße, das ist mir nicht meine Welt. Weil ich bestelle mir ein Fass, glaube ich, die Tage, ein Ölfass oder sowas. Alles andere macht keinen Sinn, ne? Vor allem bei den großen Mengen, die wir vertüdeln. Ich habe schon Unterbodenschutz geholt, wenn ich schon hier bin. Aber das Öl, das ist so viel, das macht keinen Sinn. Da können wir lieber eBay bestellen. Kommt das nächste Woche irgendwann an, weil ich will bei den Audi 100 auch nochmal einen Ölwechsel machen, komplett mit Ölspülung. Sicherheitshalber, weil der hat einen ziemlichen Wartungsstau und den nehme ich jetzt raus an zwei Rentner. Die fahren wohl nicht so viel, aber dann sollen die Karre auch immer dann laufen, wenn sie die fahren, weißt du? Holen sie irgendwann nächste Woche ab. Ne? Das ist immer so eine Idee. Ja, schauen wir mal. Sonst haben die ja alles, ne? Auspuff, Montage, Spritzspachtel. Das ist ganz gut, dass wir aufgestockt haben, finde ich. Den kaufe ich meistens auch immer, wenn ich mal irgendwo bei Dings bin, aber nicht für den Preis tatsächlich. Ah, schweres Thema. Obwohl, meistens kriege ich von Martin ja was zugeschickt. Von Bremsenreiniger. Aber meistens ist mit Glück. Danke nochmal, Martin, ne? Nervig ist, da müssen wir in K30 noch ein bisschen arbeiten, Gordon und ich. Jetzt für den TÜV. Weil das Reifenmaß, was wir fahren, jetzt für diesen Zarelli-Reifen, ist voll eingetragen. Und die Reifen, die machen alle eine E-Prüfzeichen und so weiter. Also ist alles in einem safen Bereich. Aber durch diese mega fetten Noppen, die dran sind, wenn ich rückwärts fahre und voll einschlage, dann schleifen die im Radkasten, die Reifen. Und da müssen wir noch beseitigen, müssen den Radkasten dafür noch anpassen. Das ist auch ein bisschen nachteilhaft. Da kriegen wir aber auch noch hin. Dann machen wir aber erst, wenn ich wieder zurück bin aus dem Urlaub. Also jetzt nächsten Monat. Nächsten Monat muss ich ja zum TÜV dieser hier. Und den will ich nicht überziehen, weil Firmenfahrzeuge TÜV überziehen sind immer scheiße. Weil die brauchst du halt immer. Und dann bist du immer einen Tag unterwegs und ganz, ganz weit weg oder so. Das ist Mist. Naja, hier. Gott kann zufrieden sein. Er kann wieder Unterboden versiegeln, weil so Schweißarbeiten, wie er zurzeit hat, das Zeug ist halt dauerhaft weg, dauerhaft aufgebraucht. Ne? Danach liegt das Schweißgerät spinnt rum, das alte von Gordon. Das haben wir auch schon seit ein Dreivierteljahr im Betrieb und natürlich sehr exzessiv. Aber das irgendwas ist, das ist, glaube ich, ein Relais drin kaputt. Das ist nämlich mal Dauerstrom und lässt dauerhaft das Gas drauf, wenn du das drauf machst. Jetzt nutzt Gordon gerade mein Schweißgerät. Nutzt das gerade für die Schweißarbeit an der Kiste. Das ist ein super Teil bisher. Das heißt aber, ich werde wahrscheinlich ein neues besorgen. Also ich werde das vielleicht, das kann Winnie ja mal machen. Ich habe ja noch ein zweites davon, so ein Hell oder so, ist aber baugleich wie das. Da kann man was rütteln mit oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich doof. Das heißt, die Teile gibt es auch ein neues Schweißgerät. Kommt so auf meinen Nacken. Ja, das kann sich Gordon dann aussuchen vom Hersteller her, vielleicht mit dem Stahlwerk oder was sogar. Mal eine andere Marke ausprobieren. Er guckt, sagt er. Hat es hier, guckt diesen Manfred Welding oder wieder. Ist keine Ahnung. Er meint, der kennt die Schweißräder am besten. Ich sag, ja, warum nicht? Komm mal nach morgen. Na, Alter? Stehst du da so im Dunkeln? Getan. So, was überlegt, was wir mit dem Alpha machen. Wir packen jetzt die Originalbereifung wieder drauf und geben den anderen Felgen da einfach zu. Das heißt, es ist ein Alfa Romeo mit zwei schlechten Reifen. Schreibe auch eine Anzeige rein. Und zwei neue Reifen drauf. Weil die sind gar nicht mal so alt, ne? 2017 oder so. Aber die sind trotzdem voll in Arsch, die sind voll porös. Ja, so machen wir das auch. Das ist am einfachsten. Und wenn das nicht klappen sollte mit der Geschichte, dann soll ich mal zwei neue Reifen. Weil ich will jetzt auch ein Auto mit Luft laufen lassen, den Reifen auch nicht so tüdeln. Das ist auch Quatsch. Kein Autohandel und so, ne? Muss nicht sein. So, jetzt machen wir erstmal den Omega. Da kriegt man seine Fotos jetzt rundum wieder. Das Heckdeckel-Schloss fotografieren wir nicht mit. Dann ist das schon mal raus aus der Nummer. Warum nicht? Ganz einfach. Am Montag wahrscheinlich kommt aus der Community ein neues Heckdeckel-Schloss für uns an. Und dann können wir das nehmen. Dann brauchen wir nämlich hier, ne, dann muss man nichts erklären, warum ich den Wagen hinten die fotografiert habe. Und wenn der Kunde kommt, die Kiste abholen, weil den eher anmelden will und so, schätze ich mal dann. Und das Ding wirklich Montag weggehen sollte, was ich nicht glaube. Ich glaube, der steht wieder ziemlich lange rum. So, weißt du, so, ich schätze, das hat der Omega, Mann. Wir kennen ihn noch gar nicht anders, als dass er rumsteht und nervt. Der ist halt, gut, wenn er weggeht, ist gut, dass er weggeht. Und dann geht er auch gut weg und fährt dann auch und macht seinen Job. Aber den Weg dahin, der ist halt ein bisschen schwerer für ihn. So muss ich mal eben so gesagt haben. Weil ich glaube, silberner, Rentner, silberner, Omega, ohne Anhängerkupplung, Limousine. Aha. Ihr habt da schon recht in den Kommentaren. Das ist schon schwerer verkäuflich. Einerwaltig, Karre mit 2 Jahren TÜV, voll fahrbereit, hier unter 2 Schweine. Ja, also komm,
JWH, Jacke wie Hose. Der hat sogar Funkzertform, Mann. Fangen wir jetzt an. Omega, wenn der Omega durch ist, dann geht es weiter mit hier Alfa Romeo. Die hauen wir bei der halt mal ins Netz rein. Vielleicht beißt er heute schon einer an, einer von beiden Karren. Und wenn nicht, ist es halt so. Wenn wir am Wochenende, auf dem Freitag, aus unserer Rennen ist die beste Zeit. Deswegen habe ich es gestern noch nicht gemacht, weil Freitag ist halt so der Tag, weißt du, wo hier vom Wochenende. Und Wochenende haben die meisten Leute Zeit zum Auto gucken. So denke ich immer. Das ist das Beste. Wie gesagt, die ganzen Gurkenfaktoren von den Autos, die sage ich immer ganz ehrlich. Egal welcher Kunde kommt, auch die beiden, die mit dem Audi 100 kamen, haben gesagt, pass auf, da ist die Öllampe manchmal an, klappert aber nicht oder irgendwas, ich mache mal eine Ölspülung. Wir gucken mal, aber das Auto ist voll fahrbereit. Ne? Radlager ist ein bisschen laut hinten rechts bei dem Teil. Ne? Genauso gesagt, wie es ist bei dem Ding. Und dann Audi 100, dann ja klar, ist eine alte Gurke halt, ein Dachrümmel hängt. Ist halt, wenn man das Ganze ehrlich verkauft, auch als Händler, dann kann man auch Gurken verkaufen, wenn die Kunden halt wissen, was Phase ist. Das einzig Schlimme ist halt, wenn du Gurken verkaufst und das verschweigst, solche Sachen, und das halt nicht sagst, dass da hier solche Faktoren, Gurkenfaktoren drin mitspielen, dann ist das doof. Wisst ihr? Das ist das, was ich meine. Ah, er hat Bock. So, neue Verkaufsfotos, weil sauber ist er noch, wenigstens okay sauber. Vielleicht schicken wir nochmal einen Staubsauger durch, wenn er jetzt rausgeht. Aber sonst, für die pure Internetanzeige reicht das. Springt auch an. Steht schon wieder ziemlich lange herum. Ah, den muss ich noch fahren, der ist fast vollgetankt jetzt. 60 Liter, Alter. Den muss ich eine Woche reiten jetzt. Wenn man uns ganz, ganz ehrlich nehmen würde. Aber den anzumelden wäre teurer als der Sprit. Bremslichtprüfung, zu Befehl. Kühlmittelstand. Das hat der Bus allerdings auch an. Hat er vorher nicht getan. Das spinnt der Sensor aber rum. Der Kühlmittel ist nämlich voll, das Kühlmittel-Dings. Hab schon geguckt. Und warm und kalten Zustand. Alles super. Gut, das ist halt der GF, der Gurkenfaktor. Hier, der neue Saab. Auch eine coole Karre, ne? Aber allein, wie Michi mir schon erklärt hat, wie ich ihn anschmeißen muss, habe ich schon das halbe Würgen gekriegt. Weil so ganz einfach ist das nicht. So, ein paar schöne Fotos machen mit Nebelscheinwerfern. Auf jeden Fall an. Und damit hier mit Nebelscheinwerfern an und Licht an und Xenon, was schön leuchtet. Ich feiere die Karre. Ich weiß nicht, was alle haben. Und wie groß der ist, Alter. Das ist ein riesiges Auto. Dachhimmel hängt nicht, der hat ein Schiebedach. Das ist, glaube ich, kaputt. Oder stellt sich, ist auf jeden Fall schwergängig. Gehen tut es irgendwie. Guck mal, ein Bluetooth-Radio drin. Der hat hier gute Sitze drin. Klimaautomatik, die sogar funktioniert. Ne? Hier sogar einstellbar ein Intervall für Scheibenwischer, Bordcomputer, Momentanverbrauchsanzeige. Guck mal, 11 Liter liegt da aktuell. Geschwindigkeit, Wegstrecke, 6. Oh, Alter, die Reichweite. Oh, Junge. Stoppuhr hat er auch. Außentemperatur. Ich finde den gar nicht mal so übel. Und Freisprechanlage beim Radio dabei. Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Also, den würde ich auch selber fahren, aber mir geht es ja so wie allen, die so ein Auto kaufen würden. Wär's mal ein Kombi, hätte er mal eine Anhängerkupplung. Ich verstehe das schon, das Denken. Ne? Aber du sollst trotzdem noch in den richtigen Kunden gehen für dieses Auto, der so eine Karre fahren will. Oder sehe ich das falsch? So sehe ich das. Ja, die Felgen machen die ein bisschen weniger cool, finde ich, tatsächlich. Die Originalreifen. Da hat vorne aktuell Sommerreifen drauf und hinten Winterreifen. Haben wir halt getüdelt da. Ich kann da auch noch mal vier Winterreifen raufballern oder M&S-Reifen, weil ich habe nämlich noch zwei davon. Auf Audi-Felge habe ich die noch. Müssen wir umziehen. Ich habe nur gedacht, wenn wir die hinten raufpacken, ist das mit den Wuchten nicht so nervig. Wenn wir die vorne raufpacken, ist das mit den Wuchten halt wieder ein Problem. Aber die vorne sind noch in Ordnung, noch die Dinger. Lichtbogen noch, Nebelscheinwerfer. Das sind alles Sachen, die kann man mit den Kunden, wenn der vor uns steht, besprechen. Die jetzt nicht unbedingt voraus machen. Jeder Kunde ist ja individuell. Vielleicht auch nur einfach nur so ein Gurkenreiter. Einfach nur bei den Dingen noch irgendwie durch die Gegend eiern, weil will, weißt du? So, jetzt mit Zehnern schön tief. Schön sportlich, Felge präsentieren. Ist das ein geiles Foto, Mann. Ja, ist halt ein Omega-Vorfacelift. Das Schönste ist er noch nie gewesen. Hier, was ich meine, mit der spinnt rum, der Sensor, weil der ist nicht voll. Der Behälter. Ja, bei kalt müsste der eigentlich hier sein. Der steht so ein bisschen drüber sogar schon. Ah, naja, gut, das ist ja nur. Eigentlich ist das Wumpe. Auch nur eigentlich. So ein bisschen schade, dass es nicht funktioniert, ne? Der Kühlmittelstandanzeiger, dass der rumspinnt. Aber gut, das ist halt, ist ja auch kein Rolls-Royce. Der neue Rolls-Royce, man kennt ihn.
So, stellen wir den hier hin. Den Einfall stellen wir nachher in die Reihe da. Ja, heute ist übrigens der ganze Tag pur Autohandel. Normal würde ich jetzt am Strich Achterarbeiter machen. So ein bisschen so hier flexen und tüdeln und machen, aber es ist jetzt schlauer zum Wochenende gewesen, Verkaufsautos bereitzustellen. Da wir vielleicht so noch ein, zwei Autos verkaufen. Natürlich der Hammer. Ist noch Verkaufsschritt für den Wagen hier fertig. Und dann hier packen wir den ins E-Bike. Alles, was geht. Und dann kommt der nächste. Und das ist heute so ein bisschen so unser Content halt, ne? Autohandel. Und müssen gucken, dass wir den Saab von Laufen kriegen. Und der Lader braucht eine neue Batterie. Erik hat mir auch schon das Geld dafür gegeben, weil es ja sein Auto. Das heißt, wir sollten noch eine Batterie kaufen gehen, vielleicht nachher. Auf oder zu, kann aufbleiben eigentlich, weil ich noch ein Schild reinhängen muss. Weil der braucht eine neue Batterie, weil so kann ich hier nicht vertüdeln. Dann mal gucken, ob der Fehlercode schmeißt oder irgendwas, weil der auf jeden Fall letztens Lüftung nicht drin ging. Weil der muss auch so sein. Den will ich auch noch mal neu inserieren. Weil der kann mal losgehen. Guckt ihn euch an. Er ist echt keine Schönheit, ne? Fühle ich nicht. Aber der hat es doch nicht verdient, dass er jetzt hier Ewigkeiten verrotten muss, weil den keiner kauft, nur weil Putin meint, die halbe Welt zu rammeln. Wisst ihr, was ich meine? Für den Arsch. Armer Auto. Kann der ja nichts für. Weißt du, so sehe ich das immer. Und man sieht halt, ne? Die goldenen Zeiten der hier großen Limousinen ist halt vorbei, ne? Früher waren die voll beliebt und alle haben sie gefahren. Und jetzt mittlerweile sind das halt für die Dinosaurier. Ne? Er ja auch. Das ist ein richtig fahrender Dinosaurier. Jetzt haben wir mal den hier jetzt hinten auf dem Hof, weil der ist ja verkauft. Der braucht jetzt nicht mehr vorne stehen. Und dann können wir danach den Alpha nach vorne holen und eben Fotos machen und eben das gleiche Thema. Ne? Und dann kann der Alpha dahin, wo der Audi vorher gestanden hat. Was schon mal ganz schlau wäre. Und wir können den Anhänger auch gleichzeitig mitziehen, weil der Audi nämlich eine Anhängerkupplung hat. Hängen wir den Anhänger hinten dran und fahren den hinten auf dem Hof drauf. Ich die Tage mal Zeit finden, den Anhänger abzumelden. Ne? Weil er ist ja noch angemeldet, wie gesagt. Hab vor Ewigkeiten keinen TÜV mehr, aber ist angemeldet. Dafür machen wir nochmal TÜV drauf. Wenn wir die Papiere eh haben, können wir mal den TÜV mitziehen. Der ist ja gebremst. Das ist ein HP 500 übrigens, der Anhänger hier. So ein typischer Standard-DDR-Anhänger damals gewesen. Ich will mal ganz gerne wissen, warum das so plötzlich hier stand. Einfach so plötzlich. Keiner hat vorher was gesagt, ist einfach nur der Anhänger da. Wild, aber der ist voll mit ganz coolen Zeug, wirklich coolen Zeug. Das weiß ich jetzt schon. Ich habe da letztens schon Öl rausgemopst, weil da Öl drin ist. Da kann ich mir schon mal das Ding tügeln. Mal kurz gucken, wir haben ein paar Tage Regen gehabt. Ist er jetzt trocken? Ah, noch ein bisschen nass ist er noch. Ist aber nichts Neues, glaube ich. Wird besser mit dem Auto. Weil der hat ja vorher das Wasser reingelaufen. Wisst ihr das noch? Der ist ja der Kleine. Spring doch an wie eine Eins. Auch wenn er lange steht. Deswegen, fängt der Wagen jetzt zu verrennen an nebenbei. Aber wie gesagt, ich will noch mal wegen der Öllampe. Ich will noch mal auf jeden Fall noch mal eine Ölspülung machen, sicherheitshalber. Nicht, dass wir jetzt immer das hier alles sauer machen und schön machen und so. Ja, und nachher ist das Ölsieb oder sowas dicht. Aber andererseits der Motor Hydrostöße. Wenn er keine Ölung hat, dann wird er wieder klappern. Deswegen glaube ich noch nicht mal, dass es daran liegt. Aber so aus rein Gewissensgründen so, weißt du, machen wir das noch mal. Damit ich halt ruhiger schlafen kann. Eigentlich ist der Wagen schon bezahlt und verkauft. Könnt ihr so rausgeben, die Kunden kennen das Problem, fertig ist. Aber ich will auf jeden Fall trotzdem noch mal gucken, was los ist. So bin halt ich. Weil irgendwie so ein bisschen... Oha, 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 nicht so weit rutschen. Oh, fast gegen den Audi gerollt. So, jetzt hängen wir den mal eben schnell ein. Dann kann er mit nach hinten, weil jetzt sollte hier vorne rum oxidieren, der Anhänger. Müssen wir mal gucken, was da drin ist. Wie gesagt, das war noch mal sehr interessant. Ich würde gerne wissen, wie die den Anhänger hergekriegt haben. Weil dieses Schlossding vorne, das ist eigentlich so ein Rauszieher an der Seite, dann kannst du ihn einhaken. Das ist aber alles kaputt. Alles kaputt, aber es ist halt alles fest irgendwie. Jetzt fahre ich gerade mit dem Anhänger hinten dran, den habe ich nur auf der Anhängerkupplung draufgelegt. Nee, nur draufgelegt. Plong, draufgelegt, fertig. Und roll den gerade irgendwie so hier auf dem Hof. Ohne dass er hoffentlich aufs Nahe fällt, aber ich fahre ja nur Schritttempo, deswegen. Was soll's. Bist du gehen, aber da muss man den Hammer ran rumtüdeln erstmal. Dafür wieder gängig zu machen, alles. Junge, der Anhänger, der ist echt eine ganz schöne Gurke. Aber dann hast du vorhin geschenkt, einen Gaulscham auch nicht ins Maul, ne? Hier, währenddessen ist Gordon dabei, eben beim K30 das Ding zu schweißen da vorne, damit der Kotflügel wieder hält. Ist auch schon mal ganz cool. Ah, willst du machen? Stell ich den erstmal hier hinter die ganze Reihe hier. Ich habe schon wieder ein paar Autoankaufanfragen tatsächlich. Könnte noch mal interessant werden die nächste Zeit.
Das klingt komisch, ist aber so. Bin ja immer noch am Autos jagen. Aber momentan nicht so aktiv, weil ich ja eh Urlaub mache. Und dann kann ich eh nichts. Weißt du, das Herr Gordon macht auch Urlaub dann, wenn ich Urlaub mache. Dann machen wir beide frei. Weil am besten funktionieren wir beide halt als Team, ne? Und, naja. Du kannst rechnen, sie sind draufgelegt. Eigentlich sieht man diesen hier nach vorne. Das ist eigentlich so ein Hebelmechanismus dran. Der ist aber auch gar nicht mehr da bei dem Anhänger. Da fehlt schon die Hälfte dran. Wild. Den muss ich eigentlich nochmal durchgucken, den Kollegen. Ja, und er hier, der kommt gleich mit nach vorne. Erstmal ins Netz rein. Sieht dann von unten aus wie der Anhänger. Unten rum geht er aber noch. So schlecht waren die Dinger nicht. Die waren halt nur sehr klein, deswegen sind sie so mega unbeliebt. Aber die konnten schon was. Für das, was sie waren. Ja, der TÜV ist schon Ewigkeiten abgelaufen. 10:22. So, mal den Fotos von ihm hier machen. Dann kann der auch in seiner Reihe. Das ist ein bisschen aufhübschen nachher noch. Ach, der ist schon geil, der Alpha, ne? Auf seiner eigenen Art so, weißt du, so. Halt so anders halt, so ein ganz anderes Auto. So komplett anders. Ich feier den wohl. Wirklich. Hier ist so der Plan, dass Erich den so selber fährt, den Saab da. Das ist schon mal ganz cool. Das ist wenigstens nicht so eine Aktion für mich da, den zu verkaufen. Geiler Motor. So optisch, der Deckel, der macht echt was her, ne? Kannst sagen, was du willst. 2 Liter. 16V. Twin Spark, der macht sogar Doppelzündkerzen. Schön. Schön teuer beim Zündkerzenwechsel. Und sicherlich voll scheiße ranzukommen. Also einfach seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, so schraubermäßig ist er nicht so geil. Vorteil ist, weil der lief von Anfang an für uns hier. Deswegen hatten wir nicht so einen Ärger mit der Karre, beziehungsweise Probleme. Einziger Nachteil ist, ich bin noch gar nicht richtig groß Probe gefahren, weil ich ja keine roten Nummern hatte und aktuell auch gar nicht habe. Deswegen ist es doof, ne? Aber letztendlich, die erste richtig große Probefahrt mit dem Auto macht dann der Kunde. Was natürlich nicht so hammergeil ist, brauchen wir nicht überreden, ne? Weil der stand immer nur auf dem Trailer bei mir, immer nur auf dem Anhänger. TÜV-Arbeiten gemacht, geschweißt, getüdelt, gemacht, gefummelt, ne? Und dann stand da aber gefahren, groß ist hier nie einer von, wirklich keiner von uns. Das ist ein bisschen doof. Aber egal. Mal schauen, ob wir nächste Woche nochmal fahren können. Ich glaube jetzt nicht, dass die am Wochenende so weggehen, die beiden Autos. Das sind beides keine Verkaufsschlager. Ein Alfa Romeo ist in Deutschland natürlich eher so ein Auto, was nicht jeder kennt, was nicht jeder haben will. Und ein Omega-Thema haben wir ja auch schon gelernt, das dauert. Und was ich sagen muss, persönlich, Polo 6N2 verkauft sich sehr, sehr sehnig. Ich dachte tatsächlich, der ist schneller weg. Also vom Auto her, weil der echt ganz gut dasteht sonst. Aber der hat diese nervige Kupplung. Das heißt, ich schätze mal, den werde ich noch einiges vom Preis so mit Rabatt betüdeln müssen, bis er mich dann verlässt, schätze ich. Das ist auch wieder pur Autohandel hier. So, jetzt wieder Verkaufsschild machen. Bis mittlerweile mache ich ja die großen von Sagenhaft, die wir vorher hatten. Die war einfach zu klein, die Michi getüdelt hat. Jetzt nehmen wir diese. Wie hier immer. Qualität zum Mini-Preis. Einfach sagenhaft. Passt auch eben zur Immobilie hier. Das ist ganz cool. So. Und dann machen wir gleich mal Online-Dinger fertig. Schmeißen die Dinger mal schön ins Netz. Dann räume ich diesen Tresen mal ein bisschen auf. Und dann bin ich wieder ein bisschen klar. Ne? Muss ja auch mal sein. Und dann mal gucken, was da so kommt. Der Tag wird noch einiges bringen, bin ich mir ganz sicher. Vor allem auch Nervensachen. Was man den Preis ermitteln für den Wagen. Was wir dann nehmen können, ne? Für sowas. Der ist ja geil. Junge, ist ein geiler Karrenwei. Das ist auch wie meiner. Oha. Mit Autogas. Juni 23, unser TÜV neu. Und 115.000 gelaufen, das ist nicht viel. Ne? Aber die gibt es im Gurkenzustand. Hier, die Felgen sind die gleichen. Das sind Originalfelgen von dem Auto. Die gibt es im Gurkenzustand. Im Motorschaden gibt es die Dinger. Gibt es die Dinger tatsächlich schon hier für den Schnappi. Mit Motorschaden, der hat hier Zahnring gerissen, der hier, glaube ich. Ja, und dann sehe ich so, guck mal, sind welche denn für 3,
Es gibt welche für da. Wir sind Händler, müssen natürlich ein bisschen Gewährleistungsaufschlag machen. Der Ditzel, der 1,9er Ditzel. Junge, der ist gut unterwegs. TÜV neue Klima, E-Fenster. Das ist ein Facelift. Würde sagen, wir setzen unseren, setzen wir an, damit wir so ein bisschen dem Markt folgen und nicht zu teuer werden damit. Auto ist ziemlich gut tatsächlich, muss ich echt sagen. Zustand ist überzeugend. 2,799 haut ihn rein. Da geht er wahrscheinlich für 2,5 weg. Und dafür hast du echt eine ganz geile Karre. Ne? Ein paar Probleme. Zwei Reifen muss man auf jeden Fall noch kaufen für die Karre. Und hier, ja, Zahnriemen ist gerade fällig. Also jetzt gerade. Von Checkheft. Der ist sogar Checkheft gepflegt. Aber der ist dran. Ne? Also die zwei Jahre, denke ich mal, hält er locker noch durch mit dem Zahnriemen. Die nächsten zwei Jahre TÜV. Aber muss man mal so gesagt haben. Also wir sagen, wir setzen unseren rein für, ja, 2,799. Dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. Das soll ein Preis sein, wo der auch nicht so weit verkauft wird. Weil, ihr kennt das Problem selber, ganz ehrlich, es muss nicht immer jetzt dieses Wochenende einer kommen, die Kiste kaufen. Ich würde den gerne mal richtig eine Runde fahren, weißt du, selber. Deswegen, aber den ins Netz zu schmeißen, jetzt ist der nächste schlaue Dingsen. Übrigens habe ich Zauberstifte von Hanna. Die machen hier so, guck mal, Strich, warte, schau mal so. Da war Strich, okay. Schreiben Silber. TÜV ist neu. Schön dick aufmalen, das ist wichtig. Aber ich denke mal, am Wochenende kann ich mir die roten Nummern catchen. Dann fahre ich den vielleicht mal Wochenende. Voraufgesabbert auf das Blatt, egal. So, schönes Verkaufsschild. Geht klar. Wir können noch mal reinschreiben, dass er 150 PS hat. Alter. So, fertig. Das kann rein, den räume ich hier auf. Dann gehen wir ins Netz, inserieren den Kram und ihr habt auf jeden Fall schon mal wieder richtigen Gurken-Autohandel-Content am Start hier. Bin gespannt. Und wir können heute den Polo ein bisschen günstiger machen. Wir sollten ihn langsam mal so in die Richtung schieben. Ich schätze mal so 1,3. Ich glaube, mega viel. Ich will den wegen der Kupplung nicht so teuer verkaufen. Das meckern sie nachher rum. Ich habe sie beschissen. Das möchte ich nicht. Die Kupplung nachher wirklich den Geist aufkriegen, den Teil. Weil die kommt echt. Und gefällt mir gar nicht, ne? Aber was soll ich jetzt machen? Die Kupplung machen würde sich mir nicht lohnen. Deswegen müssen wir wahrscheinlich als Gurkenkiste für irgendwen vertüdeln, den wir zum Fahren brauchen. Ne? Also finden wir auch einen Kunden für. Für alles gibt es einen Kunden. Für alles. Auch für sowas. Und ich glaube, die Kupplung hält auch noch ein bisschen von dem Teil. Weil die rutscht ja nicht oder irgendwas. Aber die trennt halt schlecht, finde ich. Weil die halt schlecht trennt, weil du das mit da durchtreten musst. Ah. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber das ist halt so ein bisschen so. Momentan haben wir viele Autos, die einen Haken haben. Der Polo hat auf jeden Fall einen Haken. Kannst sagen, was du willst. Er hier hat eigentlich kaum einen Haken, der ist ganz gut. Er hat auch, eigentlich auch null Haken, dieser Lada hier. Und der Omega ist auch ausgehakt. Den haben wir nämlich auch schon gemacht jetzt. Alle Fehler haben wir beseitigt. Schweres Thema. Heute machen wir einen Tüdeltag. Also heute arbeiten wir nur für einen Autohandel. Habe mich jetzt gerade entschieden. Macht meisten Sinn jetzt, für mich jetzt so. Omega ist klar, es ist mal die Dinger ins Netz. Danach gehen wir eine Batterie holen für den Lader und gucken, ob daran alles funktioniert. Weil dann können wir ihn auch wieder neu ins Netz reinsetzen, mit neuem Verkaufsschild alles. Ne, der Saab kann auch nach hinten, die müssen wir gucken, ob der anspringt. Ne, der Polo, der läuft ja eigentlich, das ist alles okay mit. Ich muss ein bisschen wieder System hier reinkriegen in die Bude, das geht mir gerade voll auf den Senkel. Ich habe auch noch Papiere liegen tatsächlich für den holländischen Peugeot 206. Wild. Naja, egal. Und zu verkaufen schon, muss noch dran an die Autos, dass man das sozusagen sieht. Wir haben morgen in Wiesmoor großes Stadtfest, habe ich ja erzählt. Fahren wir mit einem Oldtimer hin, Gordon kommt wohl auch mit. Und das Ding daran ist halt, so Oldtimer-Treffen und sowas, ich kann wetten, ich fahren ganz viele hier ran vorbei. Eigentlich fast dämlich, eigentlich hätte ich heute das Museum aufmachen müssen auf den Sonntag. Und dann haben wir so ganz viele Leute in der Nähe. Aber lassen wir jetzt mal, ne? Quatsch. Das machen wir 2 Wochen später. Am 16. machen wir wieder auf. Dann gucken wir mal. Macht aber Sinn. Lass das mal so machen. Weil jetzt alles andere ist nur so halber Scheiß angefangen, weil der Tag heute eh nicht ganz ist. Ne? Ich muss mal wieder ein bisschen Real Talk als YouTuber. Lacht euch tot, pass auf. Hab mich gerade chinesischer Hersteller angeschrieben. Also ich kriege jeden Tag mindestens 5 Anfragen übrigens, wegen hier irgendwelcher Produkte, die ich testen soll. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, nehme ich die so gut wie alle nicht an. Außer manchmal, wenn der Firma selber kommt und sagt, die sind ganz sympathisch und sagen, hier, mach wie du meinst. Scheiß was drauf, ne? Dann vielleicht. Guck mal, ganz witzig, haben sie mir gerade hier einen Link geschickt zu so einem Produkt, was ich testen soll. Das hier.
haben sie mir auch einen guten Link geschickt. Hier, was für 228.000 Yen. Weißt du, hier, das Ding so. Gut, dass ich das gut lesen kann. Das ist gut beschrieben für mich. Verstehe ich schon. Hier, für 27.000 haben sie auch was. Alter Schwede. Guter Link. Mit dem kann ich auf jeden Fall sehr, sehr viel anfangen. Und habe ich viele Anfragen von vier. Also viele von so hier, kann ich mal so von so Amazon-Händlern, die so China-Scheiße verkaufen, auch von China-Herstellern. Ganz unglaublich viel. Aber wie gesagt, da bin ich eigentlich sehr, sehr selten dabei. Früher haben wir das mal gemacht manchmal, aber das ist halt so, weiß ich auch nicht. Ihr seht auch mal die Liste, wo die mal das hinschicken an jeden YouTuber. Nur die anderen nehmen es immer an. Bester YouTuber überhaupt. Geld verdienen, weiß ich nicht, wie das funktioniert. Aber ich bin halt kein richtiger Influencer, ich bin halt ein Gurkenklaus. Und Gurkenkläuse machen nicht so viele Placements. Auch übrigens, danke nochmal, guck mal, habe ich gleich nochmal für euch, für E-Mail, technische Grundlagen zugeschickt gekriegt, zum Beispiel für die Seilwinde und sowas, wie die funktioniert beim Robo. Hammergeil, ne? Dankeschön. Also ich kriege viele E-Mails von euch, wovon ich nicht alle beantworten kann, ne? Seid mir nicht böse drum. Aber halt, das Ding daran ist halt, ihr müsst euch vorstellen, ja, ich krieg so viele halt. Also nicht böse sein. So. Weiter geht's jetzt. eBay. eBay und Goggle. Goggle ist auch ganz wichtig. So, einmal den Omega ins Netz schmeißen. Was nervig ist bei eBay Kleinanzeigen, dass sobald du mehr als zwei Autos inseriert hast, ne, musst du immer Geld bezahlen. Das ist totaler Mist. Das ist ja 6,95 Euro. Anderweitig mobile.de ist viel teurer. Ne? Und ich inseriere wirklich nur auf Kleinanzeigen, ne, weil ich der Meinung bin, das reicht. Wollen wir nicht übertreiben. Ach komm, ich habe mein Internet gerade ab. Irgendwie ist ja heute hat mein WLAN hier keine gute Laune. Wenn wir dabei sind, machen wir mal den Polo ein bisschen günstiger. Wie gesagt, der ist halt ziemlich gurkig. Also, der ist gurkig, der ist okay, aber der ist halt so. Also ich könnte es nachvollziehen. Ne? Auch wenn der ganz viel fragt ist. Guck mal, der hat 4592 Besucher und 140 Leute haben den auf der Merkliste schon drauf. Seht ihr das? Der Lada, guck mal, der hat 17.000 Besucher gehabt. Der Omega taucht hier gleich auf. Habe ich gerade gebucht, das Ding. Ja, das ist so, für mich ist das furchtbar, ne? Hier so im Büro zu sitzen und so Scheiße inserieren, das ist noch nie meine Welt gewesen. Ich wäre jetzt viel lieber in der Werkstatt und würde da irgendwas hier an diesen Strich Achter machen. So, ich setze mal auf 1.400. Zack, Anzeige speichern. Weißt du, das würde ich viel lieber machen, als hier rumzutüdeln. Das ist überhaupt nicht meine Welt hier jetzt. Mit Papieren, weißt du, dann so gucken, was ist wo, wie ist das, wie schreibt man am besten die Beschreibung. Übrigens, die Omega-Beschreibung, die ist auch mal eben vor. Oh, guck mal, was ihr davon haltet, bin ich ja gespannt. So, da kam wieder eine Mappe zurück. Mal schauen. Ich bin gespannt. Heute wird noch ein sehr, sehr, sehr interessanter Tag, glaube ich. So, egal. Na, ist der Omega von da? Nee, noch nicht. Alter, ich habe gerade 6 Eier bezahlt. Jetzt mach mal den Omega hier rein. Soll ich verschämen? Langsam taucht er auf. Seht ihr ihn? Mal gucken, wie lange der drin steht. Bin echt gespannt. Ja, die müssen wir auf jeden Fall auch nochmal neu machen, die ganzen Scheiß mit dem Lader, weil das ist Mist so. Das ganze Auto ist so, wie es da steht, Mist. Wenigstens in der Rad, das Auto selber ist gar nicht mal so verkehrt. Sache. Ist ein Kabel drin, ja, ne, von Werner? Boah, ja. Oha, Opel. Oh, was ist das denn für ein Buch hier? Oh, alle PKW. Alle gleich. Technische Neuheiten und Informationen. Gleich alle. Geil, das hat sicherlich der neue Opel Antara bei. Also alle sind viele. Alter, wie geil, guck mal, gib mir die Mappe. Hier, Ascona Manta, Rekord. Ist nicht dabei. Aber Senator Monster haben wir dabei. Technische Daten und Hinweise, wild. Leih mir die Mappe, mit dem Kopf hier drauf. Wer ist er denn? Ja, für Baby. Perfekt. Für dich mal zu Hause zum Kuscheln. Er packt noch nicht aus, wir müssen ein Video von machen, Alter. Die Mappe ist aber der Hammer. Hier. Oh, Schoko. Die haben aber auch noch liegen. Irgendwo hier im Lager liegen die noch. Für die Schlosser. Perfekt. Da steht locker nicht drauf. Achso, ich habe schon so. schon gesichert. So. Steht locker nicht drauf. Wild. Als wenn ich was erfinden würde. Aber geile Nummer. So, Alfa Romeo 1 für 7, 2,16 V und nur 115 Kilometer. TÜV neu, voll fahrbereit, ist die Anzeige. Ja, und Widerschließbare verwerten die auch. Das sind die guten, die haben wir von Action auch gehabt letztens, die Dinger. Das sind ein Hammer. Die sind wirklich gut. Moin, wir verkaufen einen gepflegten Alfa Romeo 1 für 7 mit der sehr spritzigen 2,16 V Maschine mit 150 PS.
Das Auto springt an, ist sofort einsatzbereit, der TÜV ist neu und der Lack hat einige Marken, aber optisch nichts Wildes. Die geringe Laufleistung von 150.000 Kilometer sieht man dem Fahrzeug an. Das Fahrzeug steht auf älteren Sommerreifen, Ansatz Winter, in Klammern Allwetterreifen auf Alufelge, davon müssten zwei neu, gibt es dazu. Am besten einfach mal vorbeischauen und Probe fahren. Gut geschrieben, finde ich. Okay. So, 6,95 Euro. Baben wieder rausgeballert hier. Weißt ja, ab zwei Autos immer Kosten bei eBay. Säcke. War die Beschreibung vom Omega. Wollte ich nochmal, weißt du, dann fragen sie nachher, was hast du reingeschrieben? Pass mal auf. Moin, wir verkaufen gepflegten Opel Omega B. Das Fahrzeug ist voll fahrbar, hat einen der Laufleistung entsprechenden normalen Zustand. Das ist der beste Spruch, der Laufleistung entsprechend. Ja, ist aber so. Ich meine, das bei dem Audi 367.000, der Laufleistung entsprechender Zustand. Passt eigentlich auch. Ich finde der sogar besser. Der ist besser, finde ich auch. Ich habe schon mal Gurken gesehen. Also da finde ich, dass der besser ist. Der Opel ist voll fahrbereit und es leuchten keine komischen Warnleuchten oder ähnliches. Ja. Rosttechnisch gibt es keine offenen Baustellen, was auch der fast neue TÜV belegt. Optisch gibt es einige Macken, aber jetzt nichts, was wirklich extrem negativ auffällt. Am besten einfach mal vorbeischauen und Probe fahren. Fertig. Mal gucken, ob wir den loswerden. Bin gespannt. Pass mal auf, diesmal geht es ratzfatz. Wäre schön. Pass mal auf. Hätte er verdient. Ich lerne die wildesten Leute kennen, Leute. Jetzt habe ich gerade die Ex-Frau von so einem Trio-Sänger. Irgendwie, weiß nicht, ich höre kein Trio, Alter. Ne? Das ist nicht meine Musik. Ich höre Rock'n'Roll. Aber das, die Ex-Frau von denen, von vor 6 Jahren irgendwie, wollte jetzt gerade bei mir ein Auto kaufen. Hat einen Kombi-Diesel gesucht. Kam auch selber mit einem Kombi-Diesel an. Hätte nicht ganz verstanden, warum sie einen Kombi-Diesel, so einen Zweitwagen wollte sie halt haben. Richtig wild. Auf jeden Fall habe ich gesagt, du, ich habe keinen Kombi-Diesel. Und da hat sich tatsächlich an ein Auto festgeguckt. Pass auf, das ist der rote Polo mit der schwarzen Haube. Da hinten rechts, der da. Den findest du gut. Aber ich habe gesagt, das dauert noch, bis wir den durch den TÜV ballern. Weil da ist ein bisschen Schweißarbeiten dran. Und sie meinen, sie hat Zeit. Hier, der Audi ist für sie. So ein gutes Auto eigentlich. Ne? Also das ist, was willst du mit dem Ding, wenn du sowas fährst? Egal. Ne? Der GF, der passt, der Gurkenfaktor. Nur noch ein Lenkrad haben wir das Ding hier, weil die Hupenknöpfe fliegen einem so entgegen. Der ist schon relativ wild, aber der ist eigentlich substanzmäßig okay. Deswegen habe ich den angekauft. Den kriegt man wieder hin, ne? Aber da sind wir auch 2 Tage am Schweißen dran. Ganz sicher. Bei dem Lancer dauert es nur so lange, wo die Schweißarbeiten auch vernünftig sein sollen, weil das ein Auto ist, wo man sagen kann, das kann man auch ein bisschen länger fahren als nur ein halbes Jahr oder so, ne? Oder 2 Jahre. Das hat noch ein bisschen Zukunft. Deswegen ist der Gordon ein bisschen feiner bei. Warte, oh, 2 Anfragen über Kleinanzeigen. Super, dann komme ich dann den Mittag eben rum. Geht klar, ruf eben durch. Dann eben durch. Ja, gerade raus, jetzt ist auch schon fertig. Für den Omega habe ich einen Kunden schon. Perfekt. Heckansicht. Zack, hat er geschrieben, es ist keine Sendungsverfolgung, es ist kein Heckansicht zu sehen beim Omega. Habe ich ja extra gemacht. Ich habe nur eine Seitenansicht. Ja, das Heckschloss kommt ja am Montag. Dann können wir es ja einbauen. So, was wollte ich noch? Eine Batterie mitnehmen, eine kaputte. Die hier. Die ist sogar die gleiche. Die Bicky, die ist nämlich auch in den Arsch. Die kann nämlich mit. Und dann tauschen wir den mal eben aus gegen eine neue Batterie. Für den Lader mal flott kriegen, dafür ihn auch verkauft kriegen. Weil wie gesagt, Auto ist selber ganz cool und das muss ganz dringend mal wieder weg. Ich brauche es nicht mehr. Hab das schon seit 3 Monaten am Arsch und das muss langsam weg. Das kann nicht sein, dass der jetzt hier Ewigkeiten steht. Der alte Lader für Michi. So, einmal neue Ecke, alles neu. Schönes Ding. Muss so, Alter. Das sieht echt gut aus. Ich fahre mir das nochmal mal eine Batterie holen, ne? Weil ich habe gleich noch einen Kunden für eine Omega wahrscheinlich. Komisch, 1000 Jahre rum die Karre, ne? Und jetzt plötzlich, oder was? Ich hab nicht gesagt, das geht ja, aber verstehe ich nicht. Ich hab einen für 1,8 reingesetzt, Alter. So wie er vorher auch drin stand. Ja, das ist auch ein schönes Auto. Ja, der ist auch wirklich schön. Das ist das Ding halt. So, ich flieg mal eben rüber. Ja. Ach ja, das Leben halt. So ist das Leben als Gurkentyp. Wäre schön, wenn der Omega weggeht. Wir haben ja gerade einen Lauf, ne? Und da verkaufen ja relativ viele Autos. Was mir auch persönlich sehr gut gefällt. Ich meine, warum soll ich mich darüber beschweren? Ganz im Gegenteil, ich finde das geil. Alles weg! Alles, was in eBay steht, weg damit! Ich kann neue Scheiße kommen.
Da kann ich wieder Autos kaufen, da kann ich meine Sucht wieder befriedigen. Ich beeile mich, der Typ meint, der kommt um Mittag rum. Könnte ja jetzt schon sein. Weil da rennt mich ein Typ schon wieder da. Ja, dieser rennt echt ein Typ mit dem Saat da rum. Guck mal, der ist dann schon wieder. So, jetzt holen wir ihn hier, den Blauen, wieder ins Leben zurück. Weil der steht ja ein bisschen traurig rum. Das muss doch nicht sein. Der hat es verdient. Ah, schönes Wetter heute, ne? Aber nur ein bisschen, wie soll ich sagen, finde ich heute. Also wir haben richtig Sturm. Also wenn du das Tor aufmachst, kannst du dir die Haare föhnen in der Halle. Ohne Scheiß jetzt. Aber sonst vom Feinsten. Kommelaren meines Vertrauens, Zimmermann, Sonderposten. Hier kaufe ich scheiße viel, ne? Harry aber auch. Eigentlich für alle. Eigentlich kaufe ich ja alles. Das Beste sind immer diese Big Batterien, Big Panther, die Dinger. Die sind ganz cool. Die machen eigentlich einen ganz guten Job. Dann kannst du lange mitspielen. Im Unterbodenschutz, ich weiß nur nicht, welche Basis, ob Wachsbasis ist oder ob das hier Bitumenbasis ist. Scheiße. Ich hätte einfach das so machen, dass ich erstmal nur eine davon mitnehme zum Testen. Aber die sind ganz günstig, Alter. 5,49 Euro für Unterbodenschutz für ein Auto. Wenn das einigermaßen was taugt. Alter, das ist doch cool. Preis-Leistung finde ich gut. Gucken wir mal. Aber einfach einen anderen erstmal checken. So, auf geht's jetzt. Karregurken. Hauptsache der Lader gurkt wieder. Das nervt mich richtig ab, wenn er nicht gurkt. Ah, der Kunde hat gerade abgesagt für den Omega. Hat gesagt, er möchte lieber ein höheres Auto fahren. Omega ist zu tief. Naja gut, das kann man argumentieren mit. Na gut, ich fahre auch ein hohes Auto. Naja gut, aber wäre mir eigentlich egal, wenn er nicht so hoch wäre. Was soll's? Okay, egal. Schade, das ist auch nicht der Traumschlitterverkauf für den Omega da. Der wird wohl noch ein bisschen stehen. Ich habe keine Ahnung. Ich will mal hoffen, der steht nicht so lange. Aber ich habe irgendwie so ein Gefühl. Weil es immer so ist. Es ist halt der Omega. Den kennen wir. Weißt du, den kennen wir alle. Wir wissen genau, dass er lange steht. Der Kaki ist wieder zu Hause. Da ist er wieder. Das beste Pferd im Stall. Aber Alter, so viele Autos gibt das nicht, die bei meinem Vater am Alltag durchhalten. Ne? Nee. Der ist auch schlimmer als ich. Ist er nicht schön? Da ist er wieder. Er ist wieder zu Hause. Da ist er nicht geil. Guck, ja, aber. Ja, der Langtürmer. Ah, schön. Ja, ja. Unser Baby ist zurück, Gordon. Der Duft. Der Duft der Freiheit. Moment. Hör dir an. Der kann eigentlich mit nach Bockhorn am Wochenende. Hier nach Wiesmoos und Ultima treffen. Ja, also mehr ist er ja. Ja, ja. Jetzt noch hin. Fährt jetzt nach vorne. Nee, da parkt sich hier. Da ist er. Da kommen sie dann gleich mit ihren Treckern und dann fahren sie drüber. Die fahren dann drüber, genau. Und dann ist es ein Plattburg und kein Kackburg. Hier, hängen wir den noch hinten dran. Dann haben wir das ultimative Gurken gespannt, so mit den Rostlöchern und so. Na, wie ist bei dir, Alter? Steiner? Ja. Cool. Der wurde mal aufgedrückt, sozusagen. Moin. Ganz strange. Moin. Die ersten wilden Waren aus dem Anhänger rausgeholt. Aus den hier kleinen da. Vater ist jetzt auch da, den Kackburg wiedergebracht. Dann hätte er wieder nach Hause fahren. Und was sagst du zu dem Ding? Ich kann nichts sehen. Ich auch nicht. Ich bin genauso. Ich gucke aus wie über der Brille. Ich weiß gar nicht, wo ich unterwegs bin. Scheiße, eine Lampe habe. Sieht gut aus. Ja, Mann. Ja, schlimm ist das. Schlimm, schlimm. Hier, tut mich aus. Ein paar Dinge haben wir schon gerade frei gemacht bei Rost. Rosttechnisch bei dem Teil. Also mega dramatisch ist der nicht. Aber du kennst die Dinger ja von früher, ne? Ja, ich habe mich immer wieder dran gewöhnt. Ach, hast du auch mal gefahren, ne? Ich habe mal gehabt, ja. Genau wie der. Guck mal, hier ist er durch. Hier. Das ist schlimm. Das ist aber das geradeste Blech aller Zeiten. Ich will den hier. Ich hab gedacht, 2 Jahre TÜV und dann matt schwarz mit Karodach. Und Öl leckt der tüchtig. Ja, lass ihn doch lecken, das kann man doch wegmachen. Leckt er nicht mehr. Also machst du es weg, dann hört er einfach auf damit. Der Motor, der da drin ist, der ist gerade erst neu reingekommen, also alles gut. Das wäre der gute für den Fix. Für den Düdo. Hier ist noch alles durch. Gesehen? Ja, habe ich gesehen. Das ist eigentlich überall, wo man hinkommt, ist durch. Ja, genau. Brauchen wir gar nicht lange suchen. Das ist durch oder? 72 oder was ist das? 75. Das ist einer der letzten. Das ist durch und ein bisschen durcher. Aber einfach nur so ein bisschen angedurcht ist, das kann man wieder zu. Also TÜV kriegt man noch drauf, aber das wird niemals mehr ein super Oldtimer werden. Das ist einfach nur eine Gurke. Da ist zu viel dran. Es wird immer eine Gurke bleiben, dieses Auto. Deswegen ist er auch bei uns gelandet und nirgendwo anders. Der wird ja stehen. Weil er richtig Dampf hat, der Alpha. Der hat wirklich Dampf, der ist nicht langsam.
mal neue Batterie hier rein. Damit er schon mal wieder unangefochten anspringt. Weil er immer nur doof gestanden hat. Bei Michi stand er nur doof rum. Bei mir stand er jetzt nur doof rum. Und es muss irgendwie mal einer kommen, der sich dieses Teil endlich anmeldet und fährt. Weißt du? Weil der Wagen hat nichts gelaufen, ist erster Hand. Ist sogar ein deutsches Auto, tatsächlich. Und Zahnriemen ist neu, alles ist gemacht worden. Ne? Und will keiner haben. Will wirklich keiner haben. Das steht schon für 2,5 im Netz, schon seit 100.000 Jahren. Du musst einen Ukrainer verkaufen, der haut dann mit dem Vorschlag immer. Ja, das ist genau so ein Auto. Ja, aber scheiße, ne? Das ist das beste Ding. Das ist hier, das ist der olle Krieg da jetzt. Das ist jetzt die Marke, Lada-Vertretung. Die brauchst du jetzt. Da wirst du, das ist immer los. Bist du reich jetzt. Scheiße, Mann. Das ist echt für den Arsch. So, haben wir das hier, das Minus. Da ist Minus, muss ich wieder so rum rein. Aber der ist trotzdem echt gut, der Wagen. Der ist wirklich, also zustandsmäßig ist der top. Aber ist halt ein Lader, ne? Das ist halt das Problem. Wenn es ein alter Lader wäre, wäre halt cooler. Ja, ja. Aber das ist halt ein Lader. Hinterlader. Ich kannte die Dinger gar nicht. Lader 112 heißt der, so wie die Feuerwehr. Haben die noch gebaut oder hier? Nee, das habe ich von 2006 oder 2007, der hier. Die bauen sie nicht mehr. Die bauen sie schon seit 50 Jahren. Ich glaube, den bauen die nicht mehr. Also ist der Lader wieder Eigenbatterie. Wir können mal eben kurz mal Öl peilen vorher. Weil das ist, wie gesagt, da steht schon ein bisschen was rum, der Kollege. Ne? Also das voll. Ich glaube nicht, dass der Öl braucht. Der Motor ist voll okay. Der Motor ist noch gut, ja. 70.000 glauben das. 75. Ja, was soll das sein? Erste deutsche Hand. Ja. Aber den hab ich nicht in den Griff gebracht. Das war dieser komische Autohändler, der uns da mal vermöbeln wollte. Ja, ich weiß wohl. Weißt du? Und hier die Scheinwerfer sind viel zu niedrig eingestellt von dem Auto. Was der nicht wieder mit TÜV gemacht hat. Deswegen, wegtrauen tue ich den nicht. Aber der Unterboden ist relativ schäffig von dem Teil. Den Schlüssel den ist hingesteckt. Da. Der läuft. Der blinkt doch schon hier. Bei Lada ist witzig. Der hat hier so eine Wegfahrsperre, den muss er vorhalten. Macht er Piep. So, jetzt müsste der so anspringen. Lüftung geht auch. Weil jetzt mal da einen Fehler geschmissen wegen der Lüftung. Die Lüftung nicht. Oh, guck mal. Lader mit E-Fenster, Alter. Ist das nicht geil? Das ganze Auto ist so skurril. Kannst du da in der Rüstung. Guck mal, die Dinger hier. Guck mal, siehst du die hier? Ja. Die hat mein Lader auch. Das Lenkrad, Alter, ist genau das. Ja, du, der ist eben so bei dir raus. Das ist eben... Den kannst du nach Russland exportieren. Vielleicht, aber das darfst du nicht. Ich glaub nicht mal, die wollen ihn haben. Aber es wird mal Zeit, dass wir den auf den Markt schmeißen, dass der mal irgendwie, weil wenn du es rüberlegst, so zum Fahren, Alter, ne? Hat nichts gelaufen, die ganze sieht nicht so mega scheiße aus. Und hoffentlich ist das Wasser und kein Benzin, was da rausläuft. Das Wasser, ne? Ja. So, einmal einschlagen. Meine übliche Verkaufsauto-Position. Schade ist halt die Historie. Wie gesagt, Oma hat ihn gefahren und der sieht echt ganz gut da. Und das Nervigste macht Tür auf Geräusch ever. Ach hier, deswegen ist die Scheinwerfer so niedrig eingestellt, glaube ich. Weil die Leuchtfeinregelung ist falsch eingestellt, ja. Die Leuchtfeinregelung ist falsch eingestellt. Deswegen. Okay, das ist schon mal gefixt. Was eine skurrile Kiste, Alter. Total skurril, ne? Auch hier die Lampe, guck mal die Innenlampe an. Ja. Das ist hier. Ja. Ja, ja, ja. Ich feier das Ding. Jetzt packen wir die Batterie mal eben weg. Die Verkaufsbus sieht so gut aus, wenn er neben dem Auto liegt. Aber dann würde ich mal sagen, dann schmeißen wir ihn nochmal ins Netz. Weil dann muss da irgendeiner fürs anbeißen. Das kann nicht sein. Dass der jetzt hier sein TÜV tot steht. Ja, ja. Der hat noch voll lange TÜV. Der wird auch wieder neu TÜV kriegen, denke ich mal. Ne? Aber das muss nicht sein, das ist ein Fahrzeug, kein Stehzeug. Auch wenn er aus guten, bösen Russland kommt. Ja. Also nächste Woche sind die wieder die Guten. Das ist, ja, ja. Ändert sich ja eh wieder. Ja, ja, es ist mein und her. Das ist immer das Gleiche. Aber momentan ist zu. Aber wir können uns darauf einigen, ob es eine Scheißzeit, einen Lader zu verkaufen. Echt eine Scheißzeit. Aber dafür ist er Metallic lackiert. Habe ich von der Kundin gehabt, die hat ein Auto gesucht. Ich sag, wie ist mit dem Lader da? Was ist das denn? Ich sag, ein Lader. Ja, voll komisch, die Farbe und so. Ich sag, die Farbe ist doch geil, das bist du an dem Auto. Ja, das hat bestimmt nicht gehört, ne? Die kennen
Die war nicht jung, das war die Ex-Frau von irgendeinem so Trio-Sänger, hat sie erzählt. Ja. Da hat sie mit angegeben, dass sie die Ex-Frau ist. Läuft! So, was schon mit. Vater, willst du mitverkauft werden? Da gehen wir ja kurz hinter mir. Ich finde den gar nicht mal schlecht. Aber wie gesagt, ist halt eine Skurrilität. Und so ein Auto kauft halt nicht jeder. Ist halt sehr skurril. Wir haben Verkaufsschuld gemacht für das Auto. Das haben wir schon wieder am Start. Hier, Lada 112, 1,6er Benzin. Ja, TÜV 8er24. Junge, sieht mal, wie lange es den Wagen schon gibt. Krass. Uns überlegt. So. Erledigt. Dann kann der nämlich jetzt mal wieder hier loskommen. Für immer. Für die Tür zu. Babam. Und ich komme nicht mal rein. Weil ich keinen Schlüssel dabei habe. Pass auf. Ich gebe wieder auf. Alles gut. Ich beeile. Ist eigentlich funktioniert. ZVG, Innenraumlicht ist immer noch an, muss aber gleich ausgehen. Ich geh aus, Innenraumlicht. Nee, verarsch mich nicht. Weil das könnte ein Problem sein, wenn das Innenraumlicht nämlich dauerhaft leuchtet bei der Kiste, dann kann ich nämlich meine neue Batterie sonst wohin schieben. Hä? Warte mal, das weiß ich auch nicht. Gerade eben war die Innenraumlampe aber aus. Ach, ich mach erstmal die Tür zu, geh raus. Ich komme gleich wieder und guck gleich, ob die ausgegangen ist. Weil bevor ich mich jetzt gleich selber ausspiele aus meinem eigenen Laden, der wäre nicht so schlau. Ah, die Schönheit. So, neue Anzeige schreiben für das Ding. Komplett neu. Und dann mal gucken, was passiert. Ne? Schauen wir mal, ob der wieder auf den Markt kommt oder jetzt wieder auf die Straße kommt. Weil, wie gesagt, es ist, auch wenn es ein Lader ist und das Ding echt spezial ist, es muss fahren. Das Problem daran ist halt, es ist nicht meiner. Und hier, ich habe da halt ein festes Preisding für. Ich hätte ihn schon vom Preis viel weiter runtergesetzt, ich selber. Aber es könnte schwer werden. Ne? Wahrscheinlich haben wir bald wieder 19 TÜV, wenn es so weitergeht. Gucken wir mal. So, ich mach das mal eben fertig. Vater ist übrigens gerade hinten an seinem Renault Megane bei. Hat mir das Steuerrad jetzt machen lassen. Und wir gucken, ob er wieder anspringt. Oh, Freunde, ein paar Stunden später. Ich habe gerade meinen Vater nach Hause gebracht. Der Kaki ist wieder zu Hause und ich muss auch nach Hause. Dementsprechend würde ich mal sagen, haut rein, ne? Bis morgen. Ich würde mal sagen, mal schauen, ob wir die Gurken kaufen jetzt, die inseriert sind. Bin echt gespannt. Munter, bis dann. Nicht anlassen. Ciao.